Anfang da in die Region Westafrika geguckt hat, dann hatte ja eigentlich niemand damit gerechnet, dass Mali so eines der Hauptkrisenländer wird. Man hat schon, da kommt gleich wahrscheinlich eine Karte, genau. Man hat sich schon so ein bisschen, man hat natürlich gewusst, im Norden gibt es irgendwie Al-Qaida im islamischen Maghreb. Das ist, da gibt es Drogenhandel, da ist auch mal ein Flugzeug gelandet mit einer ganzen Kokainladung und keiner weiß, wo die hingegangen ist. Aber eigentlich blickten alle auf ein Mali, das Ende April Wahlen haben wird, in dem der damals amtierende Präsident Amani Touré nicht mehr kandidieren wollte nach zwei Amtszeiten und ein geordneter Übergang zu einer neuen gewählten Regierung bevorstand. Und jetzt ist auf einmal alles anders. Mali ist das Hauptkrisenland in der Region, zumindest vorläufig, sagen wir mal. Ich möchte jetzt nichts beschreien, aber zumindest Nigeria ist ja auch nicht ganz ohne Krise im Moment. Mali ist das Hauptkrisenland in der Region. Der Norden hat, oder sagen wir mal, Milizen im Norden haben die Unabhängigkeit erklärt. Der Norden, das ist in etwa, wenn man hier so durchschneidet, dieses obere Dreieck. Und man sieht auch, da liegt auch Timbuktu, diese sagenumwobene Stadt, in der jüngst ja auch Weltkulturerbe geschändet wurde. Ich möchte in der kurzen Zeit ein wenig beleuchten, viel geht ja nicht, die historische Genese dessen, was da im Norden geschehen ist, aber auch auf den Putsch eingehen. Ich hatte sogar das Privileg, am Tag des Putsches in Mali zu sein. Das hat meinen Aufenthalt auch ein bisschen verlängert, weil dann der Flughafen geschlossen wurde. War aber ja nicht uninteressant, weil ja durchaus was los war im Land. Ja, aber jetzt erstmal zur historischen Genese der Krise im Norden. Und ich meine, natürlich kann man immer historisch ganz weit zurückgehen. Diese Region, die nun wirklich florierte während des Trans-Sahara-Handels. Nun gut, man könnte sagen, die Krise beginnt vielleicht, wo der Seehandel an Stärke gewinnt und der Trans-Sahara-Handel geschwächt wird. Aber wollen wir mal nicht ganz so weit zurückgehen, gucken wir jetzt erstmal eher auf die politischen Ursachen. Aber weil wir natürlich Antikolonialisten sind, sagen wir, es beginnt sicherlich mit der Kolonialzeit. Muss ja. Es kann ja nicht nur afrikanische Ursachen haben, sagen wir uns doch immer. Die afrikanischen Ursachen sind noch genügend. Also Ende der 50er Jahre, die Unabhängigkeit steht bevor, das ist eigentlich schon so zu erwarten. Und Frankreich verspricht so ein bisschen das Projekt Organisation Commune des Régions Sahariennes. Klingt ja ganz gut, also es ist noch gar nicht ganz klar, wird dieses Mali als solches in die Unabhängigkeit gehen oder wird es möglicherweise eine Autonomie einer wie auch immer gearteten Sahara-Region geben. Am Ende tritt das eben so nicht ein. Die Unabhängigkeit dieser Nordregion findet als Teil von Mali statt. Was der Kolonialismus auch geleistet oder mehr nicht geleistet hat im Norden ist, es ist dort in der Kolonialzeit keine Bildungs-, keine Gesundheitsinfrastruktur geschaffen worden. Probleme mit Trockenheiten, schlechten Ernten haben die Region zunehmend zu einer Region werden lassen, in der Reichtum wirklich nur noch eine Erinnerung an frühere große Zeiten war. Und es beginnt eben auch, dass die Tuaregs, wobei Tuareg ist immer so ein schwieriger Begriff, denn kaum jemand nennt sich dort selber Tuareg, man nennt sich dann der Kelter Maschek. Also das ist im Grunde genommen auch eine ethnische Zuschreibung, die kritisch ist. Tuaregs exilieren sich in die Nachbarländer. Und seit der Unabhängigkeit, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, gibt es eine Serie von Revolten, auf die nie wirklich eine dauerhafte Lösungsstrategie folgt. Und jetzt kommt der große, große Sprung. Wir gehen jetzt mal in die 90er Jahre, denn wie gesagt, all diese Probleme zwischen 1960 und 1990 aufzuzählen, das wäre ein bisschen ausführlich. 1990... Die Rebellion ist wichtig, weil da auch schon der Charakter beginnt, dass Rebellionen gespeist werden durch Flüchtlinge, die aus den Nachbarländern und zum Beispiel auch Libyen in das Land reisen. Es wird 1991, das ist das zweite Wichtige an dem Prozess, 1991 im Vertrag von Tamaracet
wird quasi eine Dynamik eingeleitet, die wichtig ist für das, was jetzt geschehen ist. Es werden immer mehr Elemente von Autonomie geschaffen, die dazu führen, dass Milizen im Norden zunehmend in Kooperation mit Verwaltungseinheiten dort eine gewisse unabhängige Macht gewinnen und dann auch letztlich eine militärische Stärke erlangen. Gebildet wird 1991, komme ich dann nachher drauf, auch ein Militärputsch in Mali, der im Grunde genommen die demokratische Entwicklung Malis eingeleitet hat. Und auch in diesem Zusammenhang wird der nationale Pakt gebildet, nationaler Pakt, der den Norden einbinden soll mit einem Entwicklungsplan, der die Tuareg einbinden soll in die malische Armee. Die Umsetzung allerdings scheitert weitestgehend, zumindest was den Entwicklungsplan angeht, an finanziellen Mitteln. Und die Serie an immer mal wieder Rebellionen reißt nicht ab. Wieder, weil die Kürze das notwendig macht, ein Sprung jetzt in das Jahr 2006. 2006 wird im Juli auch wieder nach einer gewissen Rebellion der Vertrag von Algier geschlossen. Da hat natürlich Algerien moderiert, dass dieser Vertrag möglich war. Dieser Vertrag bringt die Einrichtung jetzt wirklich nordmalischer Sicherheitskräfte und wird von vielen, die das Land analysieren, gesehen als Kritiker, Oppositionelle, als eigentlich der erste Schritt der Aufgabe der Souveränität über das Territorium im Norden durch die Zentralregierung in Bamako. Also, was jetzt hier 2012 geschehen ist, hat eben doch eine längere historische Entwicklung, und dieser Vertrag von Algier mit dem Aufbau der Sicherheitskräfte war da ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Die Regierung 2006 ist Amadou Toumani Touré schon im Amt. Die Strategierung der Regierung lässt sich so ein bisschen so zusammenfassen: Wir bewaffnen mal Milizen, die mit uns befreundet sind, und machen etwas, was wir Kontrolle aus der Distanz nennen. Also wir engagieren uns nicht wirklich. Wir versuchen eher mit den lokalen Eliten eine Partnerschaft einzugehen. Eine Partnerschaft, zu dem Thema arbeitet die Stiftung auch im Norden Malis, eine Partnerschaft, die im Übrigen auch beinhaltet, dass das Thema traditionelle Formen der Sklaverei in Norden Mali nicht durch die Regierung wirklich ernsthaft angegangen worden ist, weil natürlich die Sklavenhalter eher auf der Seite der lokalen Eliten sind. Also soziale Widersprüche, die auch den Norden prägen, nicht ordentlich angegangen werden. Also das ist die Partnerschaft mit den lokalen Eliten, ist ein Element dieser Kontrolle aus der Distanz. Und ein zweites Element ist, seit 2003 ist als Ergebnis quasi, als Überbleibsel des algerischen Bürgerkrieges, eine salafistische Gruppe in Nordmali, die sich dann auch quasi dem Franchise Al-Qaida anschließt, als Al-Qaida im Maghreb Islamique, im islamischen Maghreb dann fungiert. Und es wird im Grunde genommen, ACMI ist das Kürzel für Al-Qaida im islamischen Maghreb, ACMI wird im Grunde genommen mehr oder weniger gewähren gelassen. Also es gibt zwar militärische Unterstützung sogar der USA, um gegen ACMI aktiv zu sein, aber man lässt eigentlich ACMI gewähren. Auch die Hilfsprogramme, die für den Norden dann aufgelegt werden, ja, da ist man sich eigentlich einig, wenn man die Gelder so unter sich verteilt, dann sind die bestimmt viel besser angewendet, als wenn sie wirkliche Wirkung haben. Korruption, nicht nur im Norden, sondern auch im gesamten Staatsgebiet, prägt eigentlich die Regierung von Touré in Mali. Also Al-Qaida im Maghreb Islamique hat so eine Art Immunität im malischen Staatsgebiet. Immunität auch dann, wenn sie, was ja dann häufig geschehen ist, westliche Staatsbürger entführt hat, quasi gegen die Herausgabe der Entführten und dann gegen etwas Lösegeld und quasi das gewähren lassen, wurden die Entführten rausgegeben. Der geschätzte Umsatz, den ACMI damit gemacht hat, liegt bei etwa 50 Millionen Euro. Und mit dem, was
ACMI an Mitteln hat, kann sich natürlich auch ACMI sehr gut mit den lokalen politischen Autoritäten und Teilen der Armeeführung verbünden. Also es fangen solche lokalen Bündnisse an, durch die ACMI zwar keine Unterstützung in der Bevölkerung gewinnt, aber eben durchaus in der Region eine Art von Basis gewinnt, insbesondere Timbuktu ist da als Stadt zu nennen. Weitere Kräfte, die dann eine Rolle spielen, wenn es jetzt auf die aktuelle Situation 2012 geht, ist die nationale Bewegung für die Befreiung des Azawad. Da taucht dann auch der Name Azawad, den sich diese Miliz gewählt hat, für den Norden Mali als Staatsname auf, die quasi erst 2011 gebildet wird als Koalitionsallianz verschiedener separatistischer nationaler Kräfte, Kräfte, die einen laizistischen Staat wollen. Also im Titel steht ja auch islamische Krieger. Es ist nicht richtig, dass alle, die im Norden Malis Krieg führen, diesen Krieg im Sinne von Islamismus führen, sondern die MNLA ist eine laizistische Bewegung. Inzwischen komme ich gleich zu, allerdings zurückgedrängt, eher durch die Partner, die es zunächst waren, der islamistischen Milizen. Die MNLA wird gestärkt durch Libyen-Rückkehrer und natürlich auch die Waffen, die, das ist, glaube ich, das, was jeder über den Konflikt weiß, die aus Libyen nach Mali proliferiert sind, quasi aus den Beständen einerseits der libyschen Armee und andererseits auch der Waffenabwürfe, dann von Libyen nach Mali gewandert sind. MNLA ist jüngst erst vereint und dennoch auch und deswegen auch heterogen, hat keine starke Einheit unter sich. Das ist, denke ich, mit einer der Schlüssel, weswegen diese Milizbewegung so schnell auch wieder geschwächt werden konnte. MNLA wurde wahrscheinlich unterstützt von Frankreich als Kraft gegen ACMI. Es ist aber ein bisschen unklar, in welchem Umfang. Was gewährleistet ist, was sicher ist, ist, dass Alain Juppé, damals noch Außenminister Frankreichs, sich mit Vertretern der MNLA in Paris getroffen hat. Am 17. Januar dieses Jahres geht also die Offensive der MNLA und ihrer Verbündeten los. Die ersten Städte werden eingenommen. Und wichtig zu benennen, auch für die weitere Entwicklung zum Putsch, ist, dass es direkt zu einem größeren Massaker kam in Agelhok. Haben wir jetzt nicht auf der Karte. Da wurden also quasi in der ersten Offensivenwoche ca. 100 malische Gefangene brutal getötet. Also Kehlen durchgeschnitten, solche Art von, ich will es jetzt gar nicht ausführen, solche Art von Tötungsdelikten. Natürlich ist die Beweislage nicht ganz klar, aber ich denke, man kann zu 90% sagen, dass dieses Massaker in dieser Größenordnung stattgefunden hat. Das führt nämlich dann ab diesem Zeitpunkt zu den Protesten der malischen Militärs und der Familien der malischen Militärs gegen die Armeeführung und die Kriegsführung im Norden, weil die Militärs und ihre Familien sagen, unsere Kämpfer, die für das Militär, unsere Soldaten, die für das Militär dort tätig sind, werden nicht ordentlich geschützt, werden nicht ordentlich versorgt. Es folgt dann wirklich im Februar, März schon das Einnehmen weiterer Städte und in dieser Phase wird es noch mal deutlicher, dass der Erfolg der Offensive der Nordmilizen einen großen Anteil daran hat, eben auch die Tatsache, dass das malische Militär unterversorgt ist, dass das malische Militär zum Beispiel die Militärbasis bei Tessalit mit einigen Hundertschaften umzingelt werden kann, dass, obwohl Hubschrauber zur Verfügung standen, keine Versorgung der Soldaten stattgefunden hat, dass Rückzugsbefehle gegeben werden, obwohl
möglicherweise militärisch noch etwas drin gewesen wäre. Jetzt bin ich kein Militärstratege und kann diese Fragen natürlich auch sehr, sehr schlecht einschätzen. Also mindestens war vor dem Putsch die militärische Niederlage oder zum Zeitpunkt des Putsches die militärische Niederlage im Norden schon eingeleitet. Möglicherweise noch nicht besiegelt durch den Putsch und durch die weitere Instabilisierung der Militärführung wird natürlich dann die militärische Niederlage letztlich vollkommen besiegelt. Innerhalb weniger Tage sind alle wichtigen Städte des Nordens durch die, ich nenne sie ja gerne sogar Besatzertruppen, eingenommen und schon Anfang April am 6. Erklärt die MNLA die Unabhängigkeit des Azawad. Inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse in der Allianz der Milizen verschoben, zugunsten islamistischer Gruppen, insbesondere der Gruppe Ansar-e-Din, die an diesem Punkt mit ACMI zusammenarbeitet. Ansar-e-Din ist, wenn man so will, ja eine Art Abspaltung. Die Führungsperson von Ansar-e-Din wurde bei der Gründung der MNLA nicht berücksichtigt, weil die MNLA eben diesen laizistischen Charakter wahren wollte und den islamistischen Iyad Abghali eben nicht als Führungsperson in der MNLA mit dabei haben wollte. Was wichtig ist bei den islamistischen Milizen ist, sie sind gut finanziert, weil sie einerseits Zugang zu Drogengeldern haben, in Kooperation mit den ansässigen, sagen wir mal, tradierten lokalen Milizen, weil sie Zugang zu den Geldern aus Erpressungen haben, aus Entführungen und inzwischen, weil sie gute Kontakte mit der sehr reichen nigerianischen Bewegung Boko Haram haben. Boko Haram ist sehr, sehr reich, weil es dort auch Bundesstaatsregierungen gibt und Nigeria ist ja nun reich an Geldern, weil es dort auch Bundesstaatsregierungen gibt, die Boko Haram mitfinanzieren. Das findet natürlich nicht offiziell statt. Ganz kurz zur Bevölkerung. Ich brauche euch nicht sagen, dass die natürlich Opfer sind. Es gibt eine große Fluchtbewegung viele Fluchtbewegungen in die Nachbarländer. Es gibt Fluchtbewegungen in den Süden des Landes. Man kann nicht behaupten, dass diese Rebellion Rückhalt in der Bevölkerung besitzt und auch nicht, dass islamistische Praktiken, insbesondere gewaltsame Praktiken wie eine Justiz, die mit Amputationen vorgeht, in irgendeiner Weise eine Unterstützung hat. So viel zum Norden. Jetzt ganz kurz zum Süden, denn ich muss ja auf die Uhr gucken, auch wenn ich etwas mehr Zeit vielleicht nutzen kann, weil ich etwas früher dran kam. Ne, ich klaue euch das gleich, was wir gewonnen haben. Am Abend des 21. bis zum 22. März findet also dieser Putsch statt, 5 Wochen vor den angekündigten Wahlen. Warum das jetzt? Also ganz kurz auch wieder in die Geschichte. Ich hatte vorhin gesagt, 1991 war ein Putsch gegen den damaligen Diktator Moussa Traoré von dem jetzt jüngst weggeputschten Präsidenten als General geführt, damals Touré geführt und von der Bevölkerung begrüßt worden. Es ging dann weiter in Richtung Nationalkonferenz, neue Verfassung, Wahlen. Also dieser Putsch wurde sehr stark von der Bevölkerung getragen. Seitdem aber hat sich die Demokratie in Mali delegitimiert. Und das ist etwas, was einige, aber leider viel zu wenig internationale Beobachter wahrgenommen haben. Es gab eine ständig abnehmende Wahlbeteiligung. Also wenn es mal Wahlen gab, wo 40% der registrierten Wähler gewählt haben, war das schon viel. Und es sind nicht alle registriert. Und es gab zunehmende Klagen über Wahlbetrug. Gerade bei den letzten Wahlen war das vehement. Auch noch ein bisschen was zu den sozialökonomischen Hintergründen. Globalisierung, kennt ihr natürlich generell die Auswirkungen. In Mali vor allen Dingen Niedergang der Baumwoll- und Textilindustrie, was insbesondere im Land natürlich zu Arbeitslosigkeit und Armut geführt hat. Auf der anderen Seite große Bereicherung der politischen Eliten durch Korruption und Klientelismus, sodass viele gesagt haben, hinter der Fassade der Demokratie
verbirgt sich eigentlich ein korruptes und ein hierarchisches und ein klientelistisches Regime, das sich auch durchaus auch an den Drogengeschäften im Norden beteiligt hat. Konkret wurde als Begründung des Putsches auch angegeben von den Militärs, die den Putsch ausgeführt haben, diese Wahlen waren nicht vorbereitet, es gab keine ernstzunehmenden Wählerlisten und, was man auch beachten muss, es sollte mit den Wahlen ein Verfassungsreferendum durchgeführt werden. Ein Verfassungsreferendum, das so ein Komitee quasi die Vereinigung der Gruppierung der Zivilgesellschaft, ein Verfassungsreferendum, das viele demokratische Errungenschaften von 1991 rückgängig gemacht hätte. Also ein Rückschritt, eine Stärkung des Präsidentenamtes bei Schwächung der Nationalversammlung des Parlaments bedeutet hätte. Dieses Verfassungsreferendum sollte so quasi versteckt durchgeführt werden. Und was auch klar war, ich meine, der Norden war Kriegsgebiet, der Norden fing an von den Milizentruppen besetzt zu sein. Die Wahlen konnten gar nicht auf dem gesamten Staatsgebiet durchgeführt werden. Trotzdem muss man natürlich sagen, dem Land konnte nichts Schlimmeres passieren als der Putsch in dem Moment. Denn der Putsch hat das Land, die Zentralregierung, noch weiter destabilisiert und hat natürlich die Armee so weit geschwächt, dass der militärische Erfolg dann im Norden der Milizen auch besiegelt war. Mal ganz kurz was, wieso die Linke eigentlich zu dem Putsch steht. Denn das haben zum Beispiel die Leute im Bundestag ja auch ein bisschen kontrovers diskutieren müssen. Also die wichtigste linke Partei, auch Partnerpartei der Linken, heißt Afrikanische Solidarität für Unabhängigkeit und Demokratie. Die hat sich von Anfang an hinter den Putsch gestellt und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, in einer etwas übertriebenen Analyse gesagt, naja, hier handelt es sich ja fast schon um eine soziale Revolution, die hier stattfindet. Da muss man allerdings sagen, gut, in den ersten Putschtagen ist es Sadi gelungen und der von ihr gegründeten Volksbewegung des 22. März gelungen, Leute auf die Straße zu bringen. Das schwächt aber jetzt immer mehr ab. Also jüngst hatten sie bei einer Demonstration nur noch 50 Leute. Man muss einfach sagen, leider stimmt es nicht. Es handelt sich leider nicht um eine soziale Revolution, die hinter diesem Putsch steht. Es gibt keine Hegemonie, wenn man so will, der Linken. Seit der Transition, also nach dem Putsch, mischt sich sofort ECOWAS ein. Das ist normal in Westafrika. Und ECOWAS, wenn sich ECOWAS einmischt, dann steht auch meistens Frankreich dahinter. Vereinbart mit dem Putschkomitee, dass der Präsident zurücktritt, dass der Präsident der Nationalversammlung zum Übergangspräsidenten wird. Vereinbart mit der Putschjunta auch, dass Premierminister werden soll, Sheikh Modibo Diarra. Der wiederum wird von der Junta vorgeschlagen und um es kurz zusammenzufassen, auch wenn die Ereignisse im Einzelnen viel ausführlicher sind, seitdem blockiert sich eigentlich diese Regierung gegenseitig, Premierminister und Diarra und die verschiedenen Menschen in der politischen Klasse Malis. Wie geht's weiter? Oder Lösungsansätze? Denn das ist vielleicht etwas, wo wir noch was zu sagen sollen. Ich gehe jetzt mal nur auf den Norden ein, denn klar ist, der erste Punkt muss eigentlich sein, eine politische Lösung im Süden, also eine politische Lösung in Bamako. Und ich denke, in der zerfahrenen Situation ist der richtige Weg über den Versuch einer souveränen Nationalkonferenz. Dafür gibt es aber viel zu wenig Kräfte, die dafür eintreten. Kurz zum Norden, zu meinen, eine bewaffnete Intervention könnte das Problem lösen, das führt, glaube ich, zu nichts. Also die zivilen Opfer wären groß, Mali würde weiter gespalten werden und mit hoher Sicherheit würde der Konflikt ausgeweitet werden auf Niger und Nigeria, weil diese beiden Länder im Grunde genommen bei einer Intervention beteiligt wären. Niger möchte die Intervention, weil sie natürlich Angst haben, dass sich die Rebellion auch auf ihr Staatsgebiet ausweitet. Durchaus nachvollziehbar. Burkina Faso möchte eine politische Lösung, weil sich Compaoré, der Staatspräsident Burkina Fasos, als
Führer da einen guten Namen machen will. Und da würde ich sagen, es geht nicht anders, auch wenn dieser Lösungsweg schwierig ist, Verhandlungen mit jenen malischen, nordmalischen Eliten, die zwar jetzt Agni unterstützen, aber ja auch nicht, und Ansar Eddin unterstützen, aber ja auch nicht eine Islamierung ihres Staatsgebietes wollen, sondern das machen, weil sie im Drogengeschäft mit drin sind, weil sie in den kriminellen Geschäften mit drin sind. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg, der für den Norden Malis zu einer Lösung führen kann, mit all den Problemen, die ich selber sehe, wie das realisiert werden soll. Aber eine militärische Lösung, da bin ich sicher, wäre am Ergebnis noch viel schlimmer. Dankeschön.